Für Weicheier ist Rugby definitiv nicht geeignet. Wer aber auf rasante Action, kompromisslosen Körperkontakt und echte Kerle steht, der ist hier genau richtig. Aber wie funktioniert diese Sportart denn überhaupt? Ziel des Spiels ist es, den Ball in der gegnerischen Endzone abzulegen. Um dorthin zu kommen, muss man den Ball dorthin tragen und das darf man nur mit dem Ball in der Hand. Und der Ball darf auch nur nach hinten gepasst werden. Das heißt, Ziel ist es, dass der Spieler den Raum überwindet und nicht der Ball. Und wie kann man Punkte erzielen? Man muss erstmal in die gegnerische Endzone kommen. Das ist die Zone hinter den Mahlstangen. Dort muss man dann den Ball ablegen und wenn man das gemacht hat, dann gibt es 5 Punkte. Nachdem man dann den Versuch erzielt hat, kann man von der Stelle aus zurückgehen und noch mit einem Kick über die Querstangen nochmal 2 Punkte hinzufügen. 5 Punkte für einen Versuch, 2 für den erfolgreichen Zusatzkick. Haben wir das also schon mal geklärt. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten zu punkten. Das ist nach dem Foul vereinfacht ausgedrückt, das nennt sich Straftritt. Da kann man dann auch entweder den Ball zum Beispiel ins Auskicken, um eine Gasse zu machen, oder zu den Stangen und das wird dann 3 Punkte geben. Eine andere Option ist aus dem Spiel heraus einen Dropkick zu machen über die Stangen, das gibt auch 3 Punkte. Bei Seiten aus gibt es, ähnlich wie beim Fußball, einen Einwurf. Allerdings sieht dessen Ausführung ganz anders aus. Dann gibt es die Gasse, das ist der Seiteneinwurf, ganz simpel. Theoretisch haben beide Mannschaften die gleiche Chance, den Ball zu gewinnen, da der Ball gerade eingeworfen werden muss. Die einwerfende Mannschaft hat natürlich auch den Vorteil zu wissen, wo der Ball hingeht. Und dadurch sollte man normalerweise seine eigenen Bälle immer gewinnen. Auffällig, Rugby-Spieler tragen keinerlei Schutzausrüstung. Ist das nicht gefährlich? Außen meist gefährlicher aus, als es wirklich ist. Viele von uns, die spielen seit sie Kinder sind im Rugby und da lernt man mit seinem Körper umzugehen. Man weiß, was man sich zutrauen kann und wir verbringen auch relativ viel Zeit im Kraftraum, uns zu schützen dann mit der Muskulatur. Von daher passiert relativ wenig. Mit diesem Fachwissen sollten Sie sich das Halbfinale im Continental Shield am kommenden Samstag gegen den italienischen Meister Pataro Calvisano auf gar keinen Fall entgehen lassen.